Ich glaube, gerade für die Stadt, für den Verein ist es natürlich sehr, sehr schade. Ist eine super Persönlichkeit, ein super Sportsmann und hat dem Verein über viele Jahre sehr, sehr viel gegeben. Von daher ist es natürlich sehr, sehr schade, ihn als Menschen zu verlieren. Ja, natürlich schaut man da in der Hinsicht, wenn man weiß, der Mann war schon seit 20 Jahren hier, kennt jeden, weiß, wie man mit jedem umzugehen hat, ist es natürlich schon, wo man sagt, man guckt hier und da auf jeden Fall hin. Sportlich gesehen ist es natürlich so, dass jeder Torwart da seine Eigenarten hat und schaut, wie er die bestmöglich auf den Platz bekommt. Von daher schaut da, glaube ich, dann doch jeder auf sich da in der Hinsicht. Ja, wir freuen uns sehr darauf. Das sind, glaube ich, genau die Spiele, wo man irgendwo drauf hinarbeitet. Dass wir da ein Stück weit mitentscheiden können. Das ist in der Vorbereitung natürlich trotzdem ein Spiel wie jedes andere auch. Wir wollen gewinnen, wir wollen zeigen, was wir können. Und gerade im letzten Spiel ist natürlich so, dass jeder nochmal alles raushauen möchte.